Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist das zweite Video, was ich machen möchte. Kurz ab eine kleine Erklärung. Ich habe mich dazu durchgerungen bzw. entschieden, mehrere Videos zu machen jetzt. Je nach Abschnitt, je nach Erfahrung. Es wird wie so eine Art Tagebuch werden, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jede Woche ein Video fertig machen werde, sondern so wie ich mich dazu bereit fühle, so wie ich das Gefühl habe, dass es richtig ist, dass ich auch aus meinen eigenen Erfahrungen erzählen kann. Kleines Update bisher. Bei mir ist es so, dass ich jetzt ein Psychotherapeuten aufgesucht habe, mit dem ich sehr zufrieden bin, ein gutes Gefühl dabei der Sache hatte. Auch bei der Terminvereinbarung gab es absolut keine Probleme, was ich als sehr, sehr angenehm empfinde, bei den Erfahrungen, die ich vorher gemacht habe, wo man dann, wie gesagt, dann Leute erwischt, kennenlernt, die versuchen einen abzuwimmeln oder wo es dann heißt, wie gesagt, sind keine Plätze mehr, nur Privatpatienten und so weiter. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und wahrscheinlich würde ich genauso blind noch durch die Welt laufen, wäre ich jetzt nicht selber davon betroffen, beziehungsweise würde ich mich nicht selber damit beschäftigen. Was mich selber schockiert ist, dass es schon vor Jahren schon in den Medien Thema war, aber immer noch, aber wieder dann abgeflacht ist, weil es halt, ja, weiß ich nicht, nicht mehr für Quoten gesorgt hat, ich habe keine Ahnung. Aber Depression, Zwangsstörung oder psychische Erkrankungen sind einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema und sehr, treten ja immer häufiger auf. Also, es ist ja so, dass viele Leute sich damit sich nicht trauen, darüber zu reden, offen darüber zu reden. Und je öfter ich dann mit irgendwelchen Leuten jetzt ins Gespräch komme, ist es so, dass ich immer wieder höre, dass sie doch auch so ihre Erfahrungen dort gemacht haben. Und dann ihre Ansichten haben, Tipps geben können und so weiter. Aber woran liegt das? Wo ist das Problem, darüber offen reden zu können? Was ist daran schlecht oder wer kommt auf die Idee, dass Leute dadurch irgendwo Schwäche zeigen? Ich habe, also mir persönlich geht es so, dass ich kein Problem habe, darüber zu reden. Deswegen fällt es mir auch leicht, solche Videos zu machen, beziehungsweise mit anderen Leuten darüber zu reden. Oft kommt es halt darauf an, mit wem man darüber redet, welche Ansichten oder welche Einstellung hat derjenige momentan dazu. Mir soll das Ganze einfach in der Hinsicht weit was bringt, dass ich selber ein bisschen was loswerde, mir, sag ich mal, ein bisschen was von der Seele quatschen kann. Ich habe in letzter Zeit viele Zuhörer verloren, aus den verschiedensten Gründen. Aber es ist immer noch der Wunsch, dass das nach draußen geht, dass die Leute sich damit beschäftigen, dass eventuell Diskussionen entstehen. Man kann immer noch seine eigene Meinung haben, man kann immer noch seine eigene Ansicht haben, aber das ist wirklich ein Thema, wo ich der Meinung bin, sicherlich andere auch, aber wo man nicht mehr wegschauen darf. Immer wieder kommt es zu Vorfällen, dass jemand nur noch einen Ausweg sieht und das kann verschiedene Gründe haben und das habe ich, verstehe ich, oder ich werde mich nie anmaßen zu sagen, ich werde es verstehen, aber
ich habe eine andere Sicht auf die ganzen Sachen, weil ich in letzter Zeit auch immer wieder Ansichten gehört habe, dass man dieses typische, man soll sich nicht so anstellen. Ne? So, möchte ein Taschentuch? Jetzt nicht so ganz krass, aber das typischste Argument ist halt einfach, dass jeder so seine Probleme hat, dass jeder arbeiten muss, dass jeder die Erfahrung gemacht hat und so weiter. Ich möchte einfach definitiv festhalten, jeder geht mit seinen Problemen und mit seinen Erfahrungen anders um. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich lernen musste. Nehmen wir einfach ein Beispiel, dass man seinen Partner, Schrägstrich Partnerin, verliert. Das kann an dem einen vorbeigehen wie ein Streifschuss, das kann bei dem nächsten genau ins Herz gehen. Und daher kann man das nicht vergleichen. Das ist einfach, wenn man sensibel ist, wenn man verständnisvoll ist, dann muss man akzeptieren, dass jemand mit Problemen anders umgeht. Und auch die Leute, die psychische Probleme haben, müssten eigentlich arbeiten oder müssen arbeiten. Wie viele Menschen, das ist, ich kenne die Ziffern nicht, aber mal ganz ernst, auch unter uns Gamern gibt es genügend, die das Zocken als Ausgleich nehmen und im Beruf bis an ihre Grenzen gehen müssen. Und das kann in den unterschiedlichsten Berufszweigen sein. Immer wenn man mit Menschen zu tun hat, immer wenn man unter Erfolgsdruck steht, ist die Psyche des Menschen belastet und wird heutzutage in der Wirtschaft, in der Gesellschaft bis ans Limit und noch weiter gepusht. Ohne Rücksicht auf Verluste. Also Firmen müssen ja auch gucken, dass sie auf den grünen Ast kommen. Aber ist nicht auch der Mensch auch als Gut irgendwo in der Arbeit nicht mehr so wertvoll und macht nicht auch ein zufriedener und nicht bis zum Burnout getriebener Mitarbeiter nicht die viel bessere Arbeit, also und weniger Fehler und so weiter. Aber das ist auch ein Thema, können wir gerne drüber diskutieren. Auch zu dem ganzen Video und zu meinen ganzen Videos würde ich euch drum bitten und würde mich darüber freuen, wenn ihr es in den Comments mal reinhaut, wie da eure Meinungen sind, wie dort eure Erfahrungen sind, weil ich da irgendwo den Dialog suchen möchte. Fakt ist einfach, dass ich jetzt, sag ich mal, in den Kinderschuhen stecke und das mit euch teilen möchte und mit euch die Erfahrungen teilen möchte. Ich habe auf Facebook in einigen Gruppen schon immer wieder Meinungen gelesen und auch Erfahrungen von vielen, die halt sagen, okay, ich fühle mich halt allein gelassen, missverstanden und alleine ist man immer am besten dran und so weiter. Es ist eine schwierige Aussage. Ich bin bisher noch nicht so an dem Punkt. Ich freue mich immer wieder, wenn ich mit meinen Freunden, die ich noch habe, was unternehmen kann, mich ablenken kann, dass ich mal den Kopf frei kriege. Aber irgendwann ist einfach der Punkt erreicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn man die ganze Zeit immer nur hört, ja, jetzt reiß den Arsch zusammen und steh wieder auf, so nach Motto. Es ist ein ganz heftiger Niederschlag. Und damit meine ich boxmäßig. Und das ist kein Knockout, aber man hängt einfach in den Seilen. Und das, was man sich wünscht, sind einfach dann Leute, die einen stützen, Leute, die ein bisschen Kraft geben, weil man ist in der Situation einfach nicht mehr in der Lage dazu oder schwer in der Lage dazu. Ich habe im Facebook einen schönen Vergleich gelesen,
mit einem Engel, der halt verloren, also vergessen hat, wie man fliegt. Den Gedanken finde ich recht passend, weil ich auch gelernt habe, nicht mehr arrogant in jedem irgendwo was Negatives zu sehen. Jeder ist auf seine eigene Art einzigartig. Sicherlich gibt es immer mal wieder Exoten und es gibt leider auf der Welt auch ziemlich manchmal dumme Leute, die komische Ansichten haben. Aber oft sind ja die, die in psychiatrischer Behandlung sind oder die, die halt unter Depressionen leiden, gerade die, die von irgendwelchen Menschen zum Eigenwohl oder durch die Gesellschaft so hart eine reinbekommen haben, so ausgenutzt wurden und dadurch so dermaßen den Glauben verloren haben. Diese Leute sind meist ja immer eigentlich auch mit die tollsten, die immer wieder gehofft haben, die immer wieder Chancen gegeben haben und immer wieder leider verletzt wurden. Und dieser Vergleich mit einem Engel, der einfach vergessen hat, wie man fliegt und dem man das einfach wieder beibringen muss, beziehungsweise zeigen muss und ein bisschen unter die Arme greifen muss, finde ich sehr passend. Zudem gab es auch einen schönen Vergleich, habe ich auf einer Seite gesehen bei Facebook. Für die Zocker unter uns, wer kennt's nicht? Mario Kart. Und Mario Kart gab es immer ein cooles Item, die dunkle Wolke, dieser Blitz, der dafür sorgt, dass jemand praktisch kleiner wurde, langsamer wurde. Man wurde mit einem Schlag kraftlos gegenüber den anderen, mit einem Schlag nicht mehr so agil, so schnell wie die anderen. Und wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt, ist das auch ein sehr passender Vergleich. So geht es vielen Leuten und so geht es sicherlich auch mir, dass man einfach die ganze Zeit oder regelmäßig diese Wolke über sich hat. Dass dann immer wieder Situationen kamen, die diesen Blitz darstellen, die einen wieder runter gedrückt haben, die einen immer wieder zurückgeworfen haben. Sei es finanzielle Sachen, sei es berufliche Sachen, sei es zwischenmenschlich oder sei es privat so. Immer wieder Sachen, die einen wie ein Blitz schlagartig getroffen haben. Daher auch dieser passende Vergleich. Und das, glaube ich, ist auch ein schöner Vergleich, um das mal nach außen zu tragen, um vielleicht die Leute ein bisschen an den Gedanken zu gewöhnen, wie könnte das sein? Weil das ist nicht einfach nur eine Krankheit wie ein Schnupfen. Es ist nicht einfach nur eine Einstellung, wo man einen Schalter umlegt oder sagt, oh ja, da habe ich irgendwie das bisher falsch gesehen, ich sehe es jetzt so. Das geht nicht so schnell. Und deswegen finde ich diese Vergleiche recht passend. Es gibt überall, wie gesagt, Facebook-Gruppen, wo Bilder, Sprüche, Meinungen geteilt werden, um den Leuten die Angst zu nehmen, ein bisschen Kraft zu geben und dafür zu sorgen, dass die sich wohlfühlen, den Eindruck haben, dass dort jemand ist, der sie versteht, weil genau das ist ja das, was dafür sorgt, dass die Leute irgendwann aufhören zu kämpfen. Und das bin ich ein bisschen von abgekommen, aber der Punkt, wenn die Leute ständig hören, stell dich nicht so an. Und wenn die Leute ständig hören, reiß deinen Arsch zusammen, pack das und jetzt mach. Und sie einfach die ganze Zeit den Eindruck haben, dass sie an jemanden, den sie praktisch auserkoren haben oder jemanden, den sie für vertrauenswürdig halten und mit ihm reden wollen, wenn sie das Gefühl haben, sie reden an ihm vorbei oder er hat einfach die Augen zu, Augen, die Ohren natürlich und wahrscheinlich auch die Augen. Aber was ich meine ist, wenn sie das Gefühl haben, irgendwann schalten sie einfach in diesen
in diesen Standby-Modus, dass sie sagen, dass sie das wiederholen, ja, mache ich, ja. Und sie merken einfach, dass nichts zurückkommt, dass keine Hilfe, dass ihnen niemand zuhört, dass sie sich alleine gelassen fühlen. Und das ist am Ende dieser gefährliche Moment, wo Leute wirklich auf die Idee kommen und keinen Ausweg mehr sehen, als zum Beispiel den Freitod zu wählen oder den Freitod zu versuchen oder durch eine Art Freitod Aufmerksamkeit zu erhaschen. Es gibt ja auch immer noch die unüberlegt diesen Schritt gehen und zum Glück am Leben bleiben und somit die Leute auf die krasseste Art und Weise aufrütteln. Aber dazu, so weit muss es doch nicht kommen. Muss es immer so weit kommen, dass an irgendeiner Brücke oder an irgendeinem Bahnübergang oder an irgendeinem, was weiß ich, Hochhaus etwas passiert, was man hätte verhindern können. Wenn man einfach zuhört, wenn man einfach hinschaut, auch wenn es unangenehm ist und auch wenn man viel Stress hat, das ist doch gerade diese Größe, diese Nächstenliebe, die uns Menschen irgendwann mal ausgezeichnet hat. Ich weiß, die Gesellschaft, ich habe es schon thematisiert, die Wegwerfgesellschaft, wo es immer einfach danach geht, es ist immer den Weg des geringsten Widerstands. Es ist einfacher wegzuschmeißen, zu ignorieren. Ne? Ich kann da ein Lied von singen. Sicherlich ab und zu sicherlich auch mal verdient, aber ich glaube, das Schlimmste, was man jemandem antun kann, ist, ihn wie Luft zu behandeln. Das ist eins der größten Probleme, die heute dafür sorgen, dass immer mehr Leute psychische Probleme bekommen, indem man ihnen das Gefühl gibt, dass man ihnen eh nicht zuhört, dass es einem egal ist. Oder dass man sie grundlegend weg blockiert. Es gibt überall heutzutage, jeder kann auf sein Smartphone gucken, kann einstellen, hier blockiert. Jeder kann in sein Facebook, Twitter, YouTube, sonst wo Account, kann reingehen, sagen, blockiert. Nur aus Spaß oder nur wenn einem eine Meinung mal nicht passt. Aber wo sind die Diskussionen hin oder wo sind einfach das Verständnis, dass jemand auch mal eine andere Meinung haben kann? Und das sorgt dafür, dass man dann da jemanden hat, der Probleme hat oder der einfach was erklären möchte oder einfach Hilfe möchte und man behandelt ihn wie Luft und dann sorgt das dafür, dass diese Leute dann meinen, okay, wenn ich Luft bin, wer braucht mich noch auf der Welt? Und das Gefühl hat niemand verdient. Egal wie scheiße er war, egal wie scheiße er ist. Da sollte jeder mal drüber überlegen. Und ja, ich werde jetzt ab und zu immer mal wieder ein Video machen, meine Gedanken und meine Erfahrungen mit euch teilen und würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr da reinschaut, wenn ihr mit mir redet, diskutiert oder mir vielleicht sogar Tipps gebt. Es muss nicht so sein. Ich habe mal einen Bericht gelesen über das Internet. Wofür war das Internet damals gedacht? Um Menschen schneller und auf der ganzen Welt zu erreichen. Also wieso nutzen wir das nicht? Wieso muss das Internet dafür da sein, um zu trollen, um Selbstdarstellung zu betreiben, um Fehler zu machen, diese ganzen wie das Internet heutzutage ausgenutzt wurde. Der Grundgedanke war, Leute zu erreichen. Also lasst uns doch Leute erreichen. Lasst uns diese Probleme teilen, lasst uns über diese Probleme reden. Ich mache gerne den Anstoß. Ich habe damit kein Problem. Mir tut es gut, wenn
ich das Ganze aus meinem Kopf rauslasse und loswerde. Und ich bin der tiefsten Überzeugung, dass es euch draußen auch gut tut, zu merken, dort ist jemand, dem geht es eventuell ähnlich oder der hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Oder vielleicht gibt es dem einen oder anderen auch Mut, den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich suche mir Hilfe. Für mich war das auch ein Schritt, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe zu einem Therapeuten. Der eine oder andere wird jetzt sagen, ja, wow. Aber das sind, wie gesagt, kann ich nur sagen, oft Leute, die sich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt haben. Weil das ist schon fast ein Trend, einen Therapeuten heutzutage zu besuchen oder zu haben. Und ich hoffe, es hilft euch. Mir wird es garantiert auch helfen. Und wie gesagt, wenn es euch gefällt, ihr müsst mir echt kein Däumchen geben. Ich habe auch die ganze Werbung und alles ausgeschaltet. Ich möchte einfach nur, dass es als Plattform dient, um anderen Mut zu machen und um Erfahrungen zu teilen. Diskutiert mit mir, schreibt es in die Comments. Und ich freue mich auf was ich dort, auf alles, was ich dort lesen werde, und werde dann ab und zu halt wie eine Art Tagebuch das eine oder andere Video hochladen. Freue mich drauf. Ich komme nicht mit solchen Flossen wie lass den Kopf nicht hängen. Ich kann diese Sprüche selbst nicht mehr leiden und nicht mehr hören. Seid euch einfach sicher, dass ihr nicht alleine seid. Und an all die Leute, die sich bisher noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben, kann ich nur sagen, seid offener, schaut nicht mehr weg, hört zu und beschäftigt euch mit dem Thema. Also, wir hören uns, euer Steve Austin bzw. der Alex. Danke fürs Zuhören.